Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dominik Sänger und ich habe die neue ÖBB-App schon öfters in der Beta-Phase genutzt. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie den Fahrplan auf der Startseite anzeigen lassen können. Zuerst klicken Sie ganz oben auf Fahrpläne, Tickets und Reiseplanung. Nun suchen Sie eine Verbindung. Geben Sie dazu oben den Abfahrtsbahnhof bzw. Ort ein. Anschließend geben Sie darunter auch den Ankunftsbahnhof bzw. Ort ein. Es wird Ihnen anhand der Eingaben eine oder mehrere Strecken vorgeschlagen. Bitte wählen Sie eine davon aus. Jetzt erscheint Mein Fahrplan. Um diesen auf Ihrer Startseite anzeigen zu lassen, klicken Sie rechts oben auf den Stern. Hier können Sie einige Einstellungen vornehmen. Ich möchte zum Beispiel mehrere Verbindungen angezeigt bekommen und auch, dass der Fahrplan in der Nähe von Wien automatisch angezeigt wird. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie rechts oben auf Fertig. Nun sehen Sie schon den Fahrplan auf Ihrer Startseite. Hier können Sie auf Später klicken, um auch spätere Verbindungen einzusehen. Beziehungsweise auf Früher klicken, um frühere Verbindungen einzusehen. Wenn Sie einmal auf den Fahrplan klicken, kommen Sie zu Mein Fahrplan und können anschließend ein Ticket kaufen. Bleiben Sie allerdings darauf gedrückt, kommen Sie zu den Einstellungen und können Änderungen vornehmen. Mit einem Wisch von rechts nach links können Sie den Fahrplan wieder von Ihrer Startseite entfernen. Ich freue mich, wenn ich Ihnen weiterhelfen konnte und bis zum nächsten Mal. Bei weiteren Fragen können Sie gerne einen Kommentar hinterlassen.